So, hallo, liebe Geschwister. Ich habe wieder ein sehr interessantes Thema, ein sehr starkes, wichtiges Thema. Und zwar dürfen Frauen lehren. Ja, es gibt immer wieder Brüder, die sagen, das ist nicht so. Frauen dürfen nicht lehren. Paulus sagt das in zwei Stellen aus bestimmten Gründen, auf die wir auch eingehen werden. Und darauf nageln Brüder sich unglaublich fest, die beißen sich regelrecht fest an diesen zwei Geboten, oder nicht mal Gebote, sondern Zurechtweisungen von Paulus, würde ich fast sagen. Aber wir möchten noch mal gucken, wer wir eigentlich sind und ob das alles so rechtmäßig ist. Lasst uns einfach anfangen. Wir fangen bei 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 an. Da steht: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als ein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Ja. Das wäre jetzt mal so der Einstieg. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Dann gehen wir gleich in Matthäus rein. Also da zeigt ja schon Gott, wie er sie schuf. Und ich denke, wir kommen bestimmt ganz genau auf den Punkt, um was es geht. Ohne jetzt vorgreifen zu wollen, das habe ich nämlich schon öfter gehabt, dass ich dann kam genau das, was ich im Kopf hatte. Matthäus 7, 1 bis 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das sollte man sich viel öfter mal so durchs Gehirn gehen lassen. Steht es mir zu, und zwar in jeglicher Art und Weise über einen anderen zu richten. Vor wem müssen wir Rechenschaft abgeben? Vor den Höchsten am Ende der Tage. Definitiv. Und zwar jeder einzelne von uns. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, hat man früher gesagt, oder? Genau dieses. So, ich gehe weiter. Apostelgeschichte 2, 17. Ja, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und dann gibt es jetzt Brüder, die sagen, ja, da geht es nur um Weissagung, dass die Brüder und die Schwestern gleichermaßen. Da geht es nur um Weissagung, um sonst nichts. Okay, lasst uns einfach weiter gucken. Ich muss gerade selber schauen, wo der ist. Der Joel, genau, Joel 3,1 steht drinne: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Greise werden Träume haben und eure jungen Männer werden Visionen sehen. So, wenn eine Frau jetzt nicht lehren darf und nicht predigen darf, darf sie das dann machen, Weissagen? Oder ist das Haarspalterei und schon wieder was anderes? So kommt mir das nicht fast vor, diese Thematik, dass es da um Haarspalterei geht. Nein, das ist nicht das und nein, das ist nicht jenes. Wir wollen aber doch weiter gucken, was die Bibel sagt, was der Herr vorbereitet hat für mich. In Markus 16, 15: Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also wer wird gerettet werden? Wer gläubig geworden ist und getauft worden. Und wir sollen das Evangelium zur ganzen Schöpfung predigen. Wer? Alle, oder?
Oder ist Predigen nicht lehren? Also wenn ich jemanden predige, dann lehre ich das, was in der Bibel drin ist. Dann gebe ich Zeugnis, dann rede ich genau von diesen Dingen, die was in der Bibel drinstehen, die der Herr mir offenbart. Sonst kann ich doch nicht predigen. Von was soll ich sonst predigen? Von Dingen, die nicht in der Schrift stehen, die haben doch mit Gott nichts zu tun. Das ist doch weltliches Getue. Also dementsprechend, wenn ich doch allem Fleisch, aller Schöpfung predige, ja, und wer gläubig geworden ist und getauft worden, sind unsere Schwestern nicht gläubig geworden und getauft? Sind die minderwertig? Ich weiß nicht so genau. Wir werden weitersehen. So, 1. Korinther 12. Und zwar 3 bis 6. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer ihm Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also es kommt nichts aus uns heraus, sondern Gott und der Geist und der Herr wirken es. Ja, nicht, dass ihr denkt, es kommt von irgendjemandem selbst. Wenn ich in 12 und 13 lese, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Da gibt es keine unterschiedlichen zwei Geister, da gibt es keine unterschiedlichen zwei Leiber, sondern alle sind sie Glieder desselben Leibes. Und Jesus ist unser aller Haupt und wir haben alle denselben Geist. Habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden daran? Ja, lass uns einfach weiterschauen. In 18, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, so wäre der Leib nun aber, sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. 27, 28, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, den erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistung, Leitung, Arten von Sprachen sind etwa alle Apostel und so weiter und so fort. Also nochmal, wenn wir getauft glauben und getauft sind, sind wir gerettet. Und dann sind wir auch Glieder im Leib Jesu Christi, richtig? Und alle sind im Leib Jesu Christi. Und so hat jedes Glied eine andere Aufgabe. So hat, da steht nicht, und nur Brüder haben eine eigene Aufgabe und nur Brüder sind Glieder im Leib. Nein. Also würden wir praktisch die Schwestern dazu nötigen, nicht ihrer Aufgabe nachzukommen, ja, die der Herr ihnen auferlegt hat, nur damit sie demütig bleiben unter den Männern, weil der Mann sagt, du hast nichts zu sagen. Schon komisch. Ich dachte, Jesus ist unser aller Haupt. Also irgendwie, ja, lass uns einfach weitergucken. Ich finde es sehr interessant, was hier alles steht. Ja, 1. Korinther 6, 17. Die zwei ein Fleisch sind. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also, denn es werden, es heißt es, da wieder, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, also mit Gott. Das heißt, wenn wir Gott nachfolgen, dann sind wir doch ein Fleisch mit ihm, dann sind wir im Geiste mit ihm verbunden. Das heißt, wenn wir jetzt den Frauen das verbieten oder den Schwestern das verbieten, dass sie lehren, dann sagen wir praktisch, dass sie mit Gott gar nicht verbunden sind oder gar kein Recht haben, denn dann sind sie auch keine Glieder. Also, ja, oder? Nein, vielleicht?
Also so hört sich das zumindest für mich alles an, aber lasst mal weiter gucken. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also, wir sind erkauft worden. Die Frauen nicht, die Schwestern, die sind nicht so wertvoll, die sind nicht durch Blut verkauft worden, erkauft worden. Und sie gehören sich selbst oder nein, alle gehören sie, und zwar alle von Nationen. Und Gott schüttet auch den Geist über alle aus, über Töchter und Söhne. Er macht keinen Unterschied. Auch bei den Sklaven, auch die Mägde. Er macht keinen Unterschied. Er macht eins zu eins für alle das Gleiche. Er ist für alle gestorben, nicht für den einen und für den anderen nicht. Und für den einen gilt es und für den anderen nicht. Ja? Das ist nicht so richtig. Galater 3, Vers 26, 29. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Also nicht nur Söhne, sondern auch Töchter. Ne? Aber das wissen wir ja eigentlich, dass es da nicht nur Söhne geht, sondern dass wir alle sind. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, also hier, ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr in Christus getauft worden seid, sind unsere Schwestern nicht getauft worden? Ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber das Christus seid, so seid ihr damit Abraham Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. So, wir sind alle in einem. Wir gehören alle Jesus Christus. Da ist es egal, wer was du bist. Das ist egal. Hauptsache, du hast Jesus Christus angenommen und bist getauft in Jesus Christus. Das ist der einzige entscheidende Faktor, oder? Hier, Galater 4, 3 bis 7. So waren auch wir, als wir unmündig waren, unter der Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskauft, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und wie viel mehr auch die Töchter. Also sowohl die Söhne als auch die Töchter. Weil, jetzt muss ich gerade gucken, 6, Galater 4, 3 bis 7, genau, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Jesus Christus oder durch Gott, Entschuldigung, steht hier. Also es geht hier nicht nur um Sohn, nicht, dass ihr denkt, ja, hier geht, da steht nur Sohn. Die Zeiten sind vorbei. Wer Jesus wirklich kennt, wer Jesus wirklich in den Schriften kennengelernt hat, der weiß doch ganz genau, dass Jesus Hochachtung vor den Frauen hatte. Das war zu der Zeit der Pharisäer, war ja das total verpönt. Die Maria ist sogar mit den Jüngern mitgereist. Und glaubt ihr, sie hat nicht verkündigt? Sie stillschweigend daneben gestanden und hat so gemacht? Na, das glaube ich eher nicht. Ja? Das einzige Mal, wo Jesus sie zurechtweist, ist, als er dann aus der Gruft rausgekommen ist und hat gesagt: Halte mich nicht auf, denn er muss erst gehen. Das ist das einzige Mal. So, wenn ich was Falsches sage, verbessert mich, was das betrifft bei der Maria. Aber ich bin mir fast sicher, dass es das einzige Mal war, wo der Herr sie zurechtgewiesen hat. Galater 3, Vers 11 bis 14. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben, also durch Gesetz. Das heißt, wenn ihr gesetzmäßig seid, ob ihr jetzt selbst danach lebt, ja, oder eure Schwester das auferlegt, dann werdet ihr auch durch sie leben. Da steht nicht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Halleluja. Das ist doch mal eine Aussage, ja? Hier, Epheser 5, 6 habe ich jetzt. Epheser 5, 6.
Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihr Mitteilhaber. Ja? Kolosser. Einen Moment. Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus sitzt. Zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ja, wir gehören uns nicht mehr selbst, wir gehören Christus und wir sollen uns auch nach den drobrigen Dingen orientieren, nicht mehr auf den weltlichen Dingen gucken. Dann 18, 19, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern untern, wie es sich im Herzen ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ja, ordnet euch euren Männern untern. Sie müssen sich ihren Männern unterordnen. Ja, 2. Timotheus 2, 1 bis 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Genau, du mein Kind, da steht, das ist auch wieder, du mein Kind, ja. Brüder wie Schwestern, 1 zu 1. 13, 14 sagt dann, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Seht ihr das? Wortstreit, das ist nichts nütze, ja. Das führt zum Verderben der Zuhörer, die nicht glauben. Wenn die dieses ganze Tovabo sehen, diese Streitigkeiten und die Spalterei, diese Gesetzlichkeit, die ihr auferlegt, dass ihr nicht im Christus seid, sondern ihr denkt immer noch, man muss sich an irgendwelche groben Gesetze halten. Christus ist das Haupt. Und er gibt es mit seinem Geist, was ihr für eine Aufgabe habt. Nicht ihr nehmt es euch und ihr müsst euch befreien und ihr müsst was dazu tun. Nein, ihr könnt es euch nicht verdienen. Definitiv nicht. Ja, sonst hätte ja Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen, sagt die Bibel doch genauso. Die sagt doch ganz klar, wenn wir es hätten uns verdienen können durch die Gesetze, dann hätte es Jesus nicht gebraucht. Ja, hier 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ja, 9 bis 14. Ebenso, dass auch die Frau sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit, Sittsamkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbaren Kleidern, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Also das ist jetzt an die Frauen gerichtet. Ja, jetzt muss ich kurz gucken, einen Moment. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille hält. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. So, und jetzt kommen wir auf den Punkt, wo die Brüder ganz gerne das zitieren. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Nein, es steht ihr nicht zu herrschen, denn sie ist auch ein Glied im Leib Jesu Christi. Da ist kein Unterschied, weder zwischen Mann noch Frau. Sie hat sich nur ihrem Mann unterzuordnen, aber hier in der Gemeinschaft ist sie nicht besser? Und da geht es genau darum, dass sich welche anscheinend recht aufgebrezelt haben und sich aufgeführt haben in der Gemeinde, ja, dass sie sich in Vordergrund gesetzt haben und da wild umeinander gerufen haben und Zeug und sich aber nicht untergeordnet haben, ja, sondern gedacht haben, sie sind die Besseren und sie müssen sich präsentieren durch ihr Aussehen, ja, durch ihr, wie hat er gesagt gehabt, durch Haareflechten, Gold und Perlen und kostbare Kleider.
braucht eine Schwester nicht. Das braucht eine Schwester nicht. Hier, durch gute Werke, durch Gottesfurcht. Da, das soll sie an den Tag legen. Was bringt das tolle Aussehen, wenn sie keine Gottesfurcht und keine guten Werke hat? Dann ist doch alles umsonst, oder? Da ging es dann darum, in dieser Zeit bei Paulus, dass sie sich verhalten haben wie einst in den antiken Religionen und gnostischen Bewegungen. Ja? Deswegen hatte Paulus das auch so, sag ich mal, ganz genau gesagt. Und die Gemeinde dient nicht dazu. Das ist kein Laufsteg. Ja? Und dann ging es auch darum, dass in dieser Gemeinde Schwestern waren, die ungelehrt waren, die einfach halt mal was rausbrabbeln mussten. Darum geht's nicht, deswegen sagt er es auch, ja. Und dass sie sich auch nicht, das ist auch wieder so eine Streiterei. Wenn diese Schwestern dann anfangen, mit Brüdern rumzustreiten, lasst es. Genauso wie Brüder mit Schwestern rumstreiten. Sind wir nicht alle Glieder im Leib Christi? Steht uns das zu, mit unseren Geschwistern zu streiten, zu urteilen? Wir haben es vorher gelesen. Urteilt nicht, damit ihr nicht geurteilt werdet. Jesus sagt es doch in Johannes 15. Liebt einander und ich nenne euch meine Freunde. Und wer in der Liebe bleibt, steht in 1. Johannes, muss ich gucken, nein, steht nicht mit dabei, in 1. Johannes 4, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Denn Gott ist Liebe. Also warum streiten wir? Um Nichtigkeiten. Lasst uns mal weiter gucken. Hier 1. Korinther 14. Also es ist schon, man muss sich das wirklich als wiedergeborener Christ, sollte man sich das wirklich gut überlegen, wohin es gehen soll. 1. Korinther 14, 34 bis 36, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Sind wir nicht frei vom Gesetz? Hä? Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Also da geht es genau darum, ja, dass diese Frauen da dazwischen geblabbert haben und dann noch nicht mal gelehrt waren, sogar Fragen gestellt haben. Ja, wie ist das, was ist jenes, dieses? Und sie sollen zu Hause, sollen sie sich von ihren Männern belehren lassen. Dass wenn sie sich dort mit einbringen wollen in die Gemeinde, ja, dass sie das auch können, aber nicht irgendwie aus ihren eigenen Gedanken heraus sich in den Vordergrund drängen. Das stand ihnen nicht zu, ja, sondern sie sollen sich ihren Frauen, ihren Männern unterordnen. Das ist ganz entscheidend, genau, und dass sie eben diesen Gottesdienst nicht stören, ja, und das hatten sie. Es ging nicht darum, dass sie nicht lehren dürfen, sondern es ging darum, dass sie einfach die Gemeinde gestört haben, die Predigt gestört haben und sie sollen zu Hause ihre Männer fragen und sich von ihnen lehren. Und zu der Zeit war das auch noch so, dass diese Frauen alle verheiratet waren, ja, oder wirklich nahezu alle. Und dementsprechend hatten sie auch ein Haupt, dessen sie sich untergeordnet haben. Und dieses Haupt hatte auch die Verantwortung gehabt, ihre Frau zu lehren, damit sie eben nicht einfach die Gemeinde, die Predigt stört. Ja? Wir wollen aber weiter gucken. Das sind diese zwei Punkte, genau diese zwei Punkte, die der Paulus immer wieder, ich kurz Pause machen müssen, die Brüder immer wieder von Paulus aufbringen und sagen, ja, genau deswegen soll es nicht sein. Aber die ganze Bibel redet eigentlich das Gegenteil. Vor allem, er redet ja hier vom Gesetz. Nein, wie auch das Gesetz sagt, nein. Natürlich soll eine Frau von ihrem Mann zu Hause lernen, ja, und soll sich mit ihm zusammensetzen. Aber er hat auch die Verantwortung dazu, sich mit seiner Frau zusammenzusetzen und die Bibel mit ihr zu studieren, damit sie auch Wissen bekommt. Aber das heißt nicht, dass sie deswegen nicht lehren darf. Wie wir schon vorher gelesen haben, geht es ja auch darum, dass sie ja genauso verkündigen soll. Sonst dürfte sie in ihrer Arbeit niemanden von Gott erzählen, denn sie dürfte nicht lehren und predigen. Was? Sie dürfte ihre Eltern, ihren Geschwistern, ihren Kindern nicht
Ja? So, in 1. Korinther 14, 37 bis 40 steht, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst eine Geistgabe zu sein, Geistbegabter zu sein, so erkenne er das, dass was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist es, wenn jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht, alles aber geschehe anständig, in Ordnung. Genau auf das tut Paulus auch aufbauen. Es soll ordentlich sein, ja, und nicht wie bei einer Party oder sowas. Er macht es auch beim Herrenmahl zum Beispiel, da tut er es auch ermahnen, dass die Leute, sie können dort essen, sie können dort trinken, aber sie sollen nicht, ja, einfach in Gemeinschaft, ja, miteinander. Und das sieht man doch ganz klar. Hier nochmal 2. Timotheus, der 1 bis 5. 1,5. Und zwar, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ah, Paulus, also sehr wohl erwähnt Paulus auch Schwestern, die einen ungeheuchelten Glauben haben, die sittsam waren, die sich dementsprechend auch verhalten haben. Also nicht so wie da, wo er es angekreidet hat, sie sollen nicht lehren. Und in 3, 14 bis 15 steht, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, die sich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also bleibe in dem, wenn du das so gelernt hast. Und genau das ist das, was ich ja vorher gesagt habe, dass der Herr uns das gibt, jeden nach seinem Maße durch den Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende. Wer sind wir dann, dass wir da entscheiden, ob derjenige das Richtige macht oder nicht das Richtige macht? Wir sollen nicht darüber urteilen. Ja? In Titus 3, Vers 5 bis 7 steht, rettet er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hätten, sondern nach einer Barmherzigkeit durch die Waschung, der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, denn er hat ja durch Jesus Christus unseren Retter reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Alle, Brüder und Schwestern. Das ist ganz wichtig. Das sollte man auch verinnerlichen, dass man das versteht. Nicht zu sagen, die Schwestern haben da deswegen kein Recht dazu. 9 und 10 in Titus. Törichte Streitfragen aber, Geschlechtsregister und Zankereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektierischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Genau das sagt es doch, oder? Wir sollen nicht nach Gesetz handeln, wir sollen nicht gesetzlich sein, wir sollen keine Streitereien haben und so weiter. Das haben wir jetzt schon das zweite Mal gelesen und genau darum geht es, dass wir nicht anfangen, irgendwelche Dinge dann uns darüber zu streiten. So viele Streitthemen unter Christen, ernsthaft. Jesus hat das ganze Thema schon aufgegriffen. Richtet euch nach dem Herrn aus. So, letzter Bibeltext. 1. Korinther 11, 11 bis 12. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Macht euch selbst Gedanken darüber, denn hier, wenn ihr im 13er schaut, das ist ein bisschen auf was anderes bezogen, urteilt bei euch selbst. Gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Lehrt euch nicht auch die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinde Gottes. Versteht ihr das? Es geht nicht um Gesetzlichkeiten. Und auch da beim Kopf verhüllen. Wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, ja, auch nicht die Gemeinde Gottes, und wir sollen es selbst einmal beurteilen, ja, und genauso auch, ob eine Schwester lehren darf oder nicht.
Die Bibel sagt nichts darüber. Kein Ton. Und so ist es in vielen Bereichen, dass wir einfach mal das aus dem Standpunkt sehen sollen, wie ich das jetzt auch vorgetragen habe. Lasst euch das durch den Kopf gehen. Würde mich interessieren, was ihr dazu schreibt. Alles klar, seid mächtig gesegnet im Herrn. Ich wünsche euch was.